Hey Leute und herzlich willkommen zu Mario Saves Spring Break. Heute am 12. August um 7.20 Uhr vormittags im Jahre 2019. Dieser Hack ist vor 2-3 Wochen erschienen und beinhaltet 9 Level auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Story lautet wie folgt. Spring Break ist am Schlüssel, kennt vielleicht der ein oder andere aus Amerika. Das ist eine Zeit, meist ein- bis zweiwöchige Zeit, in der die Studenten, Studentinnen dort Party machen können. Und ich habe schon das ein oder andere Mal davon gehört, gesehen. Also da geht wirklich die Party ab. Also der ein oder andere trägt schöne Erinnerungen dann mit sich. Der eine oder andere bereut es dann vielleicht auch, ja, je nachdem, was passiert. Und hier scheint es auch ein Spring Break zu geben bei dem lieben Mario. Nur leider meint Wendy Cooper, das Ganze zerstören zu müssen, indem sie irgendwie das Wasser verschmutzt oder so. Wahrscheinlich irgendwie Müll reinwirft. Und dementsprechend machen wir uns auf den Weg, das Ganze zu retten. Ja, starten wir einfach mal. Wir können hier aussuchen, ob wir Mario oder Luigi spielen wollen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht unterschiedliche Phasen, Pfade gibt. Könnte man sich ja dann vielleicht auch nochmal anschauen, denn der Hack ist ja nicht so lang. Ja, oder ein Wendy hat das klare Wasser verunreinigt. Ja, Mario muss das retten, wie ich eben gesagt habe. Ja. Ja, das Ganze vom lieben Punkt, Punkt, Punkt. Ihr habt gerade den Namen unten gesehen und oben nochmal in dem Bild. Ein sehr, sehr konfuser Name, weshalb ich ihn jetzt mal nicht so spontan aussprechen kann. Die Lieder eben, die man gehört hat, waren auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, im Hauptmenü hat man das Super Mario 1 Hauptmenü-Theme gehört. Und das da, das klang so ein bisschen nach Super Mario 3, glaube ich. Ja, so, Toad's House können wir uns mal ganz kurz anschauen. Da hören wir dann wiederum ein Soundtrack von Super Mario 6 Golden Coins. Und hier kriegen wir dann nochmal dasselbe, bla bla bla, das Wasser ist schmutzig und so weiter. Und Mario muss das auf jeden Fall retten, ja. So, wir haben auch eben ganz kurz mal einen kleinen Einblick in unser Interface sehen dürfen. Nur ganz kurz, hier. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Aber das sieht man dann auch nur ganz kurz am Anfang. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie per Tastenknopf oder so abrufen kann oder so. Nee, nee, nee. Ja, da dies ein neuer Hack ist, kommt hier wieder mein Standardgewusel für alle Neuankömmlinge. Was ist eigentlich ein fucking Hack nun? Ihr kennt ja sicherlich Super Mario Maker 2, was ja neulich rausgekommen ist, weil ja, weil es vor 2-3 Jahren mal offensichtlich ein Super Mario Maker 1 gab. Und im Grunde ist das hier die tiefgründige Variante, die es schon seit über 10 Jahren gibt. Also bei Super Mario Maker kann man ja so ganz schön seine Level bauen und so weiter und so fort. Hat auf jeden Fall sehr, sehr coole Features, die man da machen kann, aber im Vergleich zu Mario Hacks ist Super Mario Maker quasi so ein bisschen wie McDonald's oder der Dönermann. Ja, da gehst du ab und zu mal hin und freust dich, aber du hast dann auch nicht Bock, das regelmäßig zu konsumieren, sondern eher dann, ja, halt was anderes zu essen, so eine richtige Mahlzeit quasi, vielleicht auch noch selbst gekocht oder so. Und das sind quasi die Mario Hacks, ja. Also du kannst hier im Gegensatz zu Super Mario Maker 2 deine Weltkarte gestalten und hast doch viel mehr Zugriff als jetzt bei Super Mario Maker 2. Also, klar, die haben jetzt sowas wie Super Mario 3D, also dieses New Super Mario Dings, ne? Ups. Ach klar, da war ja eine Wand. Was ich jetzt persönlich nicht unbedingt mag, unbedingt brauche, ne? Aber dafür hast du dann eben halt hier Super Mario, also Yoshi's Island. Es ist ja quasi Super Mario World 0. Kam Yoshi's Island vor Super Mario World raus? Ja, oder? Oder? Was sagt ihr? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ach Gott, ich komme da nicht zwischen diesem Stein. Ich will auch nur den Stein observieren. Gut, dann weiß ich halt nicht. Wahrscheinlich war genau da was drin.
Und ferner von dem hast du dann natürlich auch die Möglichkeit, auf andere Nintendo-Spiele zugreifen zu können und da diese Designs verwenden zu können, beispielsweise Mega Man, Sonic oder irgendwie sowas, das, was halt damals so in der, was ist das, die 16-Bit-Ära, ist das 16 oder 32, ich glaube, das ist die 16-Bit-Ära, ne, also das, was damals halt so für die 2D-Konsolen rauskam und so, das kannst du dann eben halt hier verwenden, auch Soundtrack-technisch, ne? Wie ich ja eben gesagt habe, du hast hier, was ist das jetzt hier? Lass mich mal kurz hören. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Ist jetzt vielleicht nicht so der beste Moment. Ich habe das schon mal in anderen Hacks gehört, kann das jetzt aber nicht wirklich irgendwie irgendwo einordnen. Aber vorhin hatten wir ja, okay, was auch immer das ist. Super Mario Bros. 1, Super Mario 6 Golden Coins und so, was es jetzt wahrscheinlich in Super Mario Maker 2 nicht gibt vom Soundtrack her. Und da, es kann auch einfach mal passieren, dass du irgendwelchen Final Fantasy Soundtrack oder so hast, ja. Was Nintendo ja nicht unbedingt bringen kann. Also klar, so alles, was vor Final Fantasy 7 war, vielleicht, weil sie da ja die, vielleicht möglicherweise die Rechte haben oder sich die Rechte holen könnten. Im Grunde kann sich ja jeder für alles Rechte holen, wenn man genügend Geld hat und so weiter und so fort. Also, naja, nur weil man jetzt Geld hat, heißt es nicht, dass man jetzt unbedingt die Rechte kriegt. Also wenn jetzt Sony... Es ist auch so bekannt, ne? Es ist so fucking bekannt. Aber ich kann den Soundtrack gerade nicht einordnen. Ne, also Sony könnte ja trotzdem so sagen, ja, nee, wollen wir nicht und so weiter. Wir wollen nicht, dass unser Soundtrack bei der Konkurrenz oder so läuft, ne? Aber hier kannst du das quasi alles machen, weil es ist ja quasi irgendwo eine Grauzone und von daher kann man ja einfach mal machen, ne? Und dementsprechend ist das Ganze tiefgründiger. Von daher, falls ihr Super Mario Maker kennt und noch keine Ahnung von Hacks hattet hier, bitteschön. Gibt's seit über 10 Jahren. Es gibt bestimmt mittlerweile ein paar Hunderttausende solcher Hacks. Also da sitzen wirklich Leute, verschiedenste Designer und Spieletester und so weiter dran. Also so eine richtig schöne Community und so weiter. Ihr könnt euch auch da kostenlos anmelden. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr auch diesen, was ist hier? Ah, okay, gut. Ja, es war jetzt natürlich schon so ein bisschen verführerisch, ne, weil man da ja die Münzen gesehen hat. Fand ich jetzt ein bisschen bullshittig, aber okay. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen, euch kostenlos anmelden und so weiter. Auch immer die Hacks bewerten und so weiter, so wie ich das in meinen Videos mache. Ich gebe in meinen Videos immer eine Bewertung ab. Und dann nochmal auf der Seite. Ja, die unterscheidet sich manchmal minimal, weil man dort keine Komma-Bewertungen geben konnte. War das nicht so? Also manchmal hat man ja dann das Bedürfnis, irgendwie eine 4,5 oder so zu geben. Das kannst du ja aber dann bei der Seite nicht machen. Da musst du dann überlegen, okay, ist es eine 4, ist es eine 5? Generell kannst du dann nur bis 5 Sterne gehen. Ich habe aber gerne so meine 1 bis 10, von daher kann das ein bisschen variieren. Aber gut, kommen wir mal jetzt zum Spiel. Nachdem wir eine schöne Anleitung hatten, Einleitung, wobei man sich jetzt drüber streiten könnte, ob das jetzt hier so passt, weil der Hack ist nicht so lang. Ich denke, wir können das, wenn ich nicht ganz behindert spiele, in ein, zwei Folgen abschmeckern, abstempeln. Ich mag die Farbtöne, sie sind sehr angenehm und ich mag auch generell so das Design. Es ist nicht komplett überladen, wie man ja anhand des Hintergrundes und den Texturen hier sieht. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du mit mega krassen Sachen bombardiert wirst. Das hatten wir auch schon. So, dass du in einem riesen Dschungel bist und du weißt einfach nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Du kannst hier schön unterscheiden zwischen Vordergrund und Hintergrund und so weiter. Ach man! Schon wieder! Kriegt mich irgendwie mit dem Rotz, ne? Zumal wir minimal an Safe States denken könnten. Das sollte ich vielleicht auch noch sagen. So, wenn die Level mega behindert und asozial sind. So, hier beim Mittelpunkt kann man ja ein Safe State machen. Wisst ihr, was ich gerade so überlegt habe? Wenn du einen Mittelpunkt überschreitest, wirst du doch automatisch groß. Ne? Ich hätte mir jetzt... Fuck, ich hätte mir einen Doppelpilz geben können.
So eine Scheiße. Ja, hatte ich meinen Gedankengang beendet. Na, also es ist minimalistisch, aber auch nicht zu plump. Ich meine, es ist ein Strand. So ein Strand hat jetzt auch nicht so die krassesten Texturen. Ne? Also klar könnte man jetzt so sagen, ja, aber irgendwie vielleicht ein Seestern hier und da mal so ein bisschen was und da mal so ein bisschen Sanddünen und ne, aber nö, ich finde es hier schon komplett in Ordnung. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, aber irgendwie ist dieser Grafikstil, diese Texturenart auch scheinbar so ein bisschen. Ich meine, es liegt wahrscheinlich daran, dass die Texturen so ein bisschen HD sind, ne? Also gestochen scharf, farblich, fick dich. Das war knapp. Farblich sehr, 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 sehr hell, sehr, sehr klar. Weil, also ich wollte erst so sagen, dass ich habe Ähnliches ja schon mal in anderen Hacks gesehen und das hat ein bisschen geleckt in den vorherigen Hacks und hier hat stellenweise auch so ein bisschen geleckt. Liegt wahrscheinlich daran, dass das sehr, sehr HD-te Texturen sind. So, erstmal wieder Musik checken. Das klingt nach irgendwas Rollenspielartigen. Ja, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, ne, bei Let's Plays dann so ein bisschen auf die Musik zu hören. Ihr hört das wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich. Ich habe jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ich finde das schon sehr, sehr wichtig dann, dass auch natürlich die Musik zu analysieren, ist ja ganz klar. Ja, da muss ich dann ab und zu einfach mal ein bisschen hochdrehen. So, was haben wir hier? Wir haben, ja, da unten sieht man ja, hat man ja links eben gesehen, dass da, mir wurde da so ein Palast angezeigt. Wurde er mir vorher auch schon angezeigt? Kann ich hier irgendwie was Palastmäßiges finden? Ey, ohne es gespielt zu haben, aber das klingt wirklich so Richtung, wie heißen die Spiele? Chrono Trigger. Der Nachfolger, beziehungsweise der Vorgänger von Chrono, so Chrono Cross. Sowas. Irgendwie zwei 2D-Nintendo-Rollenspiele. Irgendwie sowas. Würde ich jetzt mal tippen. Falls jemand die Musik erkennt, gerne mal runterschreiben. Ne? Ist dann halt immer so ein bisschen dumm, wenn man dann so den Ursprung nicht kennt. Aber Fakt ist, es ist keine Standardmusik. Dementsprechend ist es immer sehr, sehr interessant. Und das passt hier auch sehr, sehr gut rein. Ne? Man spürt schon diese Wasser-Vibes. Oh shit, da kommt er zurückgeflogen. Könnte man aber auch so ein bisschen für Weltall-Thematiken verwenden, meiner Meinung nach. So, hätten wir den Abschnitt auch geklärt. Was kommt jetzt? Auch noch ein bisschen mehr. Zwei Peace-Switche oder was kann ich hier finden? Oder auch so ein bisschen Eis-Thematiken. Hört ihr das? Dieses da 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 da. Dieses Xylophonartige oder was es da ist. Das könnte man auch für Eisthematik nehmen. Mich verwirrt es ein bisschen, dass die Höhle so. So ein Gelbstich hat. Man könnte aber auch einfach sagen, dass es halt daran liegt, dass da vielleicht irgendwie vielleicht die Sonne durchscheint. Oder eben halt, weil Wendy hier so ein bisschen Schmutz gemacht hat. Aber dadurch kommt das Wasser natürlich auch. Also ich meine, habe ich gerade schmutzgelb gesagt? Es könnte auch sowas Goldiges sein. Dadurch sticht aber auch dann auch das Wasser wiederum sehr, sehr schön raus. Also es ist schon ein guter Kontrast. Irgendwo. Ne? So, jetzt ist der Shit weg. Ich verstehe das nicht so hundertprozentig, aber okay. Gott, fucking leck. Oder waren das jetzt die Sterne? Jetzt wurde mir das ange... Ach so, ja! Ja, nee, es ist die Hälfte von dem Stern. Jetzt habe ich es realisiert. Es sieht wie ein Peace-Switch aus, aber dabei ist es ein Kreis und davor, vor dem Kreis, steht ein Stern. Ah, okay. Ich hatte schon wieder Schiss, dass ich irgendwas verpasse oder es gibt wieder Secrets, die keine Secrets sind. Ne, der letzte Hack hat mich so ein bisschen traumatisiert. Das war, glaube ich, im Mai oder so. Habe ich jetzt auch... Lade ich auch aktuell gerade hoch. Ich finde es auch schön, wie schnell er über die Weltkarte huscht und so. So, was sagt denn die Uhr? Oh, das passt 6 Minuten. Oh, plötzlich. Ist das Blut hier? Kein Yoshi? Ja, ihr habt es ja gelesen, ne? Da stand dann irgendwie was davon, dass irgendwas ge...
Was auch immer das für ein Geräusch war, dass irgendwas gefixt wurde, dass es da mit dem Yoshi-Schild irgendwie Bugs gab. Warnsprünge, ne? Ich hasse Warnsprünge wie die Pest. Ein Running Gag. Holy fucking shit, ey. Bitte komm mir nicht mit den Scheiß an. Aber das hier, das finde ich auch schon wieder cool. So, hier einfach mal so ein bisschen Wasser aus dem Nichts irgendwie so. Ohne irgendwelche Erklärungen oder so. Find ich schön, so dass auch mal dann zwischendurch mal wieder was Abstruses sehen zu dürfen. Es muss ja auch nicht für alles eine Erklärung geben. Oder sowas hier. So, das habe ich lang nicht mehr so gesehen, dass du... Ja, ich würde es gerne erklären, während ich dann nochmal hochgehe. Aber anscheinend habe ich es jetzt kaputt gemacht. Ich würde sagen, Leute, ich habe es kaputt gemacht. Okay, gut, dann bringe ich mich mal um. Das gibt schon mal 5000 Minuspunkte. Es muss irgendwie respawnen. Es ist nicht gut, wenn das Zeug nicht zurückkommt, ne? Gut, so. Mach jetzt hier mal ein Safe State. Nicht, dass ich aus Versehen... das war knapp. Aus Versehen, dass das Spiel lade und dann merke ich so, whoops, ich bin ja dann wieder 5 Level hinten, weil ich halt das letzte Mal da gespeichert habe. So, machen wir das hier nochmal. Wir sind ja kurz davor, ein Lebuan zu Kriguan. So. Ja, hier, das ist einfach so, es geht halt hoch, weil es hoch will und, ne, also so diese Art der Levelbehandlungen, dass du das Level behandelst. Moment, was mache ich? Mache ich jetzt hier was falsch? Habe ich was aktiviert? Ah, okay. Dass es einfach hoch geht und es war ja auch in den Leveln davor, ne, beispielsweise hier in dieser Wasserwelt. Es ist einzigartig und dadurch, dass es auch... Wow, die sind ziemlich schnell, die Bastarde. Es ist einzigartig und dadurch, dass es dann halt auch durchgezogen wird, hat diese Person quasi dadurch ihren eigenen Stick kreiert. Das ist super schön. Ich habe es ja auch schon ab und zu in anderen Hacks gesagt. Es ist halt wirklich schön, wenn du dann jemanden kennenlernst, wenn du dessen Hack spielst und du merkst, der hat so seinen eigenen Stil und dann speicherst du dir den ab und wenn du den das nächste Mal irgendwie so triffst, also... Ne, so, wenn du das nächste Mal ein Hack von ihm spielst oder so, dann kannst du schon mal so dir so ein bisschen so deine Gedanken machen, dich schon so ein bisschen darauf vorbereiten, was passieren könnte, da du ja seine früheren Werke schon kennst. Das hier ist jetzt natürlich so ein bisschen... Ne, aber okay. Geht ja, oder auch nicht. Dafür sind die Steine dann da, falls man das verkackt, schon klar. Wow, ist das rutschig? Nee, ne? Ja, es ist schon, ich finde, dass man merkt, dass das allgemeine, ja, da wollte er mich verwirren, dass das allgemeine Jump'n'Run-Tempo schon so ein bisschen höher ist, ne? Schon ein bisschen mehr Speed als in normalen Mario-Teilen. Ist jetzt nicht schlecht oder so. Man muss halt aufpassen. So, jetzt mache ich hier dann nochmal ein Save-State, weil ich weiß ja nicht, wie das dann mit dem Game Over ist, falls wir Game Over werden. Na, ob man dann nochmal alles spielen muss oder nicht. Ich meine, so neun Level sind jetzt nicht die Welt, aber muss jetzt natürlich fürs Video auch nicht unbedingt sein. Von daher dann doch lieber zwischendurch mal speichern. Zumal dieser Grafikstil mich dann auch spontan an Gamma V erinnert, die ja quasi ein bekanntes Gesicht ist in der Community, die halt auch, ja, einfach dann Designs macht, die andere dann verwenden. Und mich würde es dementsprechend nicht wundern, wenn wir dann den Namen Gamma V in den Credits sehen würden, ne? Die hat ja, wie ich gesehen habe, auch einen neuen Hack rausgebracht, der heißt, also sie macht jetzt nicht nur Designs, sondern auch mal eigene Hacks, der heißt Super Luigi Land. Hat einfach mal fucking über 100 Level, ich glaube 109 oder so. Da dachte ich mir so, der letzte Gamma V-Hack, der war, ja, also sie selber ist eine gute Designerin, aber die Level, der eigene Hack, den ich da mal von ihr gespielt habe, ja, hatte so ein paar unnötige Probleme, ne, also die hat ja dann natürlich auch ihren eigenen, fuck, da klingt das Handy, okay. Sie hat ja dann natürlich auch ihren eigenen Grafikstil verwendet, ist ja ganz klar, ne. Aber
Hier läuft keine Zeit mehr, da kann ich ja mal kurz stehen bleiben. Aber hatte dann eben halt diese Lag-Schwierigkeiten, weil zu viel HD, zu viele Gegner und so weiter. Und dann sind die Hacks, die Level unfreiwillig schwer geworden durch diese ganzen Sachen. Aber ich habe es ja letzten Endes geschafft. Ich glaube, der Hack hieß Another Super Mario World oder so. Eines der längsten Hacks hier, falls ihr euch anschauen wollt. Ja. Passt auf. Der Hack ist anstrengend und ich bin teilweise auch etwas anstrengend, weil ich da ab und zu mal wieder off-topic geredet habe. Ja, aber fernab von dem, Leute, würde ich mal sagen, das war's heute mit Let's Play Mario Saves Spring Break. Wieso muss ich ausgerechnet jetzt 88 Münzen haben? Gott, das sind doch schon wieder indirekte Anspielungen hier. Anspielungen? Auf was? Ja, keine Ahnung. Heutzutage ist man ja immer rechts, wenn man seine Meinung sagt, ne? Und da ich das ja oft in meinen Videos tue, ja, wollt ihr mir das Spiel nochmal hier so den Stempel geben. So, Leute, vergesst nicht, ihr habt es hier mit einem Rechten zu tun, ne? Von daher, wisst ihr Bescheid. ja, falls ihr mögt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Könnte tatsächlich schon die letzte sein. Ne? Also bis jetzt flutscht's ja ordentlich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.